Wir treten ein in die Beratung der heutigen Tagesordnung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU sowie die Fraktion der Piraten haben jeweils mit Schreiben vom 1. Dezember diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU trägt das Thema DIW-Studie und E.ON-Konzernumbau. Nordrhein-Westfalen gerät energiepolitisch ins Abseits. Die Beantragung trägt die Drucksachennummer 7468. Die Aktuelle Stunde der Fraktion der Piraten lautet vom Titel her E.ON-EOFF, Aufspaltung des größten deutschen Energiekonzerns und die Folgen für Nordrhein-Westfalen. Diese Beantragung trägt die Drucksachennummer 7469. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion der CDU Herrn Kollegen Kufen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, diese Woche begann regelrecht mit einem Paukenschlag. E.ON hat beschlossen, sich auf erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen zu fokussieren. E.ON spricht selbst von der neuen Energie, die derzeit zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber künftig schneller wachsen wird als die klassische Energiewelt. Die Geschäftsfelder konventionelle Erzeugung, globaler Energiehandel und Exploration und Produktion werden in eine neue Gesellschaft überführt. Der Umbau von E.ON ist eine Reaktion auf die Herausforderungen des Energiemarkts. Das gilt national wie international. Die Aufspaltung der alten Konzernstruktur in zwei Gesellschaften ist auch, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, die Antwort auf den Spagat der Branche insgesamt, den die Energiewelt vollführen muss, zwischen der regulierten Welt und der unregulierten, zwischen den regulierten Märkten und den unregulierten. E.ON bündelt mit seiner Konzentration auf erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen den regulierten, dezentralen und kleinteiligen Teil des Geschäfts und mit der Bündelung der konventionellen Erzeugung, dem globalen Handel, der Exploration und Produktion den unregulierten Teil. Und E.ON spricht da bewusst in den Erklärungen auf der einen Seite eben nicht von alter Energie, sondern von der klassischen Energie. Was heißt das für Nordrhein-Westfalen? Was ist das die Entscheidung, die dahinter steckt? Fakt ist, mit dieser Neuaufstellung folgt E.ON zum einen der Anforderungen des Marktes, ich habe davon gesprochen, aber sie folgt auch der Logik von Investoren, die nämlich nach bestimmten unterschiedlichen Risikoprofilen ihre Anlagemöglichkeiten sehen. Daher verwundert es übrigens nicht, dass nach der Bekanntgabe der Aktienkurs von E.ON, übrigens auch von RWE, in dieser Woche zu den größten Gewinnern im DAX gehören. Meine Damen und Herren, was steckt dahinter, hinter dieser Entscheidung von E.ON, jenseits von Pressemitteilungen, die wir in dieser Woche alle ausgetauscht haben? Ich glaube, das ist zu ernst, um nur über Pressemitteilungen uns gegenseitig Kommentare zuzuschieben. Aus meiner Sicht geht es um drei Faktoren. Der erste, der wesentliche, die zur Entscheidung bei E.ON geführt haben, ist die Energiepolitik, unsere Energiepolitik selbst. Denn hier ist in der gesamten Branche und für die gesamte Branche in den letzten Jahren immer wieder neue Hürden, neue Herausforderungen aufgestellt worden. Ganze Geschäftsmodelle sind in den letzten Jahren infrage gestellt worden. Und das gilt, meine Damen und Herren, sowohl für die konventionellen Energieerzeugung als auch für die erneuerbaren Energien. Und das erklärt vielleicht auch für Nordrhein-Westfalen die Ergebnisse der DIW-Studie, wo wir in Nordrhein-Westfalen ja vom Platz 12 auf Platz 14 abgesackt sind. Zweiter Bereich, die zu einer Entscheidung bei E.ON geführt haben, die Margen werden geringer. Und zum einen durch den Verfall des Strompreises an den Börsen, zum anderen aber, weil der Wettbewerb zunimmt und die Kunden sich, und das wollen wir ja gerade als Politik, immer effizienter verhalten. Der dritte Bereich, genauso wichtig, die Bedürfnisse der Endkunden ändern sich. Sie sehen sich immer mehr nicht nur als Verbraucher, sondern auch ein Teil, den sie selbst als Bedarf decken können, als Prosumer. Auch das verändert die Energiewelt Stück für Stück. Es wird immer deutlicher, dass die Energiewende nicht nur die Energieerzeugung verändert, sondern eigentlich das gesamte energiewirtschaftliche System.
Und ich glaube, darin sind wir uns alle einig, dass die Entscheidung der strategischen Neuausrichtung von E.ON ein Schlaglicht auf die gravierenden Veränderungen der Energiebranche, die durch unsere gewollte Energie- und Klimawende verursacht wird. Für den Standort Deutschland ist das keine gute Entwicklung, wenn wir immer weniger Energieversorgungsunternehmen haben, die auf europäischer und globaler Ebene mitspielen können. Ob die Entscheidung, meine Damen und Herren, von E.ON ein Befreiungsschlag oder nicht letzten Endes eine Kapitulation ist, das ist jetzt noch nicht abschließend zu bewerten. Aus Sicht Nordrhein-Westfalens wäre der Befreiungsschlag sicherlich besser. Das sage ich ganz bewusst auch mit Blick auf die vielen tausend Arbeitsplätze, auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Bärbel Höhn sprach in einem bemerkenswerten, wie ich finde, Namensartikel der Wochenzeitung Die Zeit am 13. November lapidar und wie ich finde auch abschätzig gemeint von 50.000 Kumpels am Rhein. Nein, meine Damen und Herren, es geht nicht irgendwie nur um 50.000 Kumpels am Rhein. Es geht, und das macht die Entscheidung von E.ON deutlich, um die zukünftige Aufstellung auch Nordrhein-Westfalens als Energie- und Industrieland und ob wir es bleiben wollen oder nicht. Insofern ist das nicht nur eine unternehmerische Entscheidung, sondern ist eine strategische Ausrichtung, die uns auch prüfen soll, ob die Richtung, das Tempo, die Maßnahmen, die Instrumente alle immer noch richtig sind. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir übrigens auch mit Ratschlägen, was dann möglicherweise das nächste Unternehmen tun oder lassen sollte, uns sehr zurückhalten. Und gerade von Seiten der Politik, die sozusagen auch einen Teil des Problems ja selber durch ihre Entscheidung herbeigeführt haben, ist es wohlfeil, im Nachhinein zu sagen, was man alles hätte besser machen können. Worum geht es ganz konkret? Was müssen wir weiter beachten? Die Politik muss bei E.ON ein Auge darauf haben, dass die Finanzierung der Kernkraftwerke Rückbaus gesichert bleibt. Das ist in unserem allgemeinen gemeinen Interesse. Zweitens, die Versorgungssicherheit muss erhalten bleiben. Und daher ist die Herausforderung, auch mit der neuen E.ON-Gesellschaft, die hoffentlich ihren Sitz natürlich in Nordrhein-Westfalen behalten wird, und die Ankündigung Rhein und Ruhr zeigt ja auch genau dorthin, die Herausforderung wird sein, die Versorgungssicherheit mit konventionellen Energien so sauber wie möglich, aber auch in Zukunft so bezahlbar wie nötig zu halten. Das ist genau die Herausforderung, und da wollen wir uns einbringen. Meine Damen und Herren, letzter Gedanke. Wirtschaftsminister Dün hat so ziemlich genau vor einem Jahr hier an diesem Pult gesagt, die Landesregierung ist Schrittmacher der Energiewende. Es ist dringend Zeit, dass das auch in Berlin ankommt. Herr Minister Dün, ich glaube, von Schrittmacher würden Sie heute nicht mehr reden. Das kann wahrlich nur nicht ernst sein. Vor allen Dingen, weil wir in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten nicht als Schrittmacher von uns haben reden machen, sondern eher mit Herzflimmern von uns haben reden machen müssen. Und deshalb ist klar, die Energiewende wird nur gelingen, wenn wir es gemeinsam schaffen, die volatile Erzeugung und Nachfrage zu synchronisieren. Und das ist genau die bedeutende Herausforderung, wo Nordrhein-Westfalen eine Schlüsselstellung einnimmt. Dazu brauchen wir, meine Damen und Herren, letzter Satz, einen energie- und industriepolitischen Konsens hier in diesem Landtag zwischen Landtag und Landesregierung. Den sehe ich bisher nicht. Die Möglichkeiten gibt es, und dann geraten wir auch nicht ins Abseits. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhn. Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Schmelzer das Wort. Oh, Entschuldigung. Mein Versehen. Natürlich gibt einen zweiten Antragsteller, zweite Aktuelle Stunde. Für die Piraten hat der Kollege Schmallenbach das Wort. Sorry. Da sage ich doch mal ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ja, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, nun ist es also soweit. Nach den Diskussionen um den Verkauf der Braunkohlekraftwerke in der Lausitz durch Vattenfall geht E.ON vorweg und möchte die fossile Kraftwerksparte abstoßen. E.ON ist damit das erste Unternehmen, das den veränderten Bedingungen am Strommarkt vollumfänglich Rechnung trägt. Wir begrüßen ausdrücklich das Signal, das davon ausgeht. Fossile Energiegewinnung wird in Zukunft kein Geschäftsmodell mehr sein. Denn genau darum geht es E.ON, natürlich die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern. Und E.ON glaubt nicht daran, dass es eine solche mit dieser Kraftwerksparte geben wird. Und E.ON hat recht. Zwar belegen Sie damit ebenso, dass Sie diese Entwicklung verschlafen haben, und zwar ganze 14 Jahre lang seit Einführung des EEG,
Aber immerhin ist die Einsicht nun gekommen. Und das davon ausgehende Signal, um das erneut zu betonen, ist klar: den Erneuerbaren gehört die Zukunft. Die Dinosaurier der Energiegewinnung haben ausgedient. Es ist an der Zeit, massiv auf die erneuerbaren Energieträger umzuschwenken. Es ist an der Zeit, nun festzulegen, wie es weitergeht mit der Energiegewinnung, und am besten mal verbindlich. Nicht erneut das gleiche Rumgehampel wie beim Atomausstieg, das können wir uns nicht leisten. Ach ja, Atomausstieg, da war ja noch was. Das hatten wir gestern schon. Es ging um verlässliche Politik, die immer nur gefordert, nie aber gemacht wird. Der doppelte Rittberger von Angela Merkel beim Atomausstieg war so eine verlässliche Nummer. Und die Two-Faces-Politik von Sigmar Gabriel gehört in die gleiche Kategorie. Die schönsten Einlagen in Energiepolitik aber lieferten Altmaier und Rösler. Schön nach dem Strickmuster Good Cop, Bad Cop wurde ein politischer Eiertanz zelebriert, der seinesgleichen suchte. Alle drei Leistungen sind Oscar-reif. Einen Schritt vor, zwei zurück und am Ende sind alle anderen schuld. Oder vielleicht nicht schuld, sie müssen halt nur die Zeche zahlen. So hat man zuerst dafür gesorgt, dass die Offshore-Branche verunsichert war und hat dann dem Bürger die Kosten für die Fehlplanung dort aufgebürdet. Beim Atomausstieg hat Schwarzgeld ohne Not den Salto rückwärts hingelegt und einen gut geplanten Ausstieg mal eben verworfen, nur um ihn ein paar Monate später erneut zu verkünden. Nach Fukushima wurde er kurzerhand beschlossen und die CDU reklamiert den Ausstieg heute für sich. Ein Trauerspiel. Und obendrein ließen die völlig vorhersehbaren Klagen der Betreiber nicht lange auf sich warten. Ergebnis, am Ende zahlt es der Steuerzahler. Oder nehmen wir den Umbau des Wälzungsmechanismus. Da wird der EE-Strom 2010 an den Spotmarkt geschickt und es ist klar, was passieren wird. Der Börsenpreis wird sinken, was die Kraftwerksbetreiber nicht freut. Die Differenzkosten steigen und infolgedessen auch die EEG-Umlage. Und die Politik schaut lustig dabei zu und die teure Energiewende wird geboren. Und statt diesen Problemen entgegenzuwirken, nutzen Teile der Politik das selber, um von der teuren Energiewende zu reden. Allen voran die Anti-Energiewende-Separatisten von der FPD. FPD, schöne, na egal. Nachdem es dann für fast alle schlecht war, dachte sich am Ende noch der Bundeswirtschaftsminister Gabriel, halt, einer Gruppe geht es noch zu gut damit, dem Bürger. Da fällt uns doch bestimmt auch noch was ein. Kurz darauf reden wir über eine Eigenstromsteuer und Ausschreibung für EE-Anlagen. Und was darauf folgt, ist klar. Genau, die Branchen der Erneuerbaren melden Umsatzeinbrüche und Arbeitsplatzverluste. Und genau da stehen wir heute. Die Politik hat nun wirklich jede einzelne Gruppe, die an der Energiewende beteiligt ist oder war, drangsaliert, ruiniert oder zumindest verärgert. Und in diese Stimmung hinein ruft E.ON, wir haben genug. Und ich denke mir so, Überraschung. E.ON eröffnet damit nun eine neue Runde. Und wenn die Regierung damit so umgeht, wie sie in den letzten 10 Jahren mit Energiepolitik umgegangen ist, dann bin ich mir sicher, die Zeche zahlt am Ende der Bürger. Aber ich sage Ihnen was. Genau das darf eben nicht passieren. Der Bürger darf nicht schon wieder der Leidtragende sein. Und vor allem darf das nicht schon wieder der Energiewende angelastet werden. Und ich appelliere da dringend an die FDP, die Schulter nicht erneut den Erneuerbaren zuzuschieben. Denn was immer auch am Ende geschehen wird mit den fossilen Sparten der EVUs, Sie alle haben gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Das EEG ist entworfen worden, um diesen Tag zu erleben. Es war und ist der erklärte Wille, die Marktmacht der EVUs und damit die der fossilen Energiegewinnung zu brechen und erneuerbare Energien zu etablieren. Nun stehen Sie auch dazu und gehen Sie endlich den nächsten Schritt. Machen Sie endlich jedem Beteiligten klar, dass die Uhr der Dinosaurierkraftwerke abläuft. Trauen Sie sich endlich, das Wort zu benutzen, das fällig ist. Wie heißt es? Richtig, Kohleausstiegsgesetz. Trauen Sie sich endlich darüber, mit den EVUs zu verhandeln. Das ist überfällig. Schaffen Sie die Rahmen mit den EVUs, in dem die Erneuerbaren und die Fossilen für einen begrenzten Zeitraum koexistieren können. Und machen Sie vor allen Dingen RWE klar, dass wir schon vor 2030 keine Braunkohleverstromung mehr benötigen werden. Sorgen Sie dafür, dass der Strompreis sich stabilisiert und die EEG-Umlage sinkt, indem Sie ältere Kohlekraftwerke stilllegen. Sorgen Sie dafür, dass der Schwarzbau Datteln 4 nicht ans Netz geht. Denken Sie darüber nach, die Erneuerbaren vielleicht nicht mehr nur am Spotmarkt zu handeln. Helfen Sie Gabriel, der endlich, und da muss ich ihn vorsichtig loben, den Schritt gehen will, den Emissionshandel zu korrigieren.
Vor allem aber sorgen Sie dafür, dass es am Ende nicht wieder bei den Banken läuft. Frei nach dem Motto, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Jetzt hat aber Herr Kollege Schmelzer von der SPD-Fraktion das Wort. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für den Reflextest eben, hat funktioniert. Mir ist bei den beiden Ausführungen der beantragenden Fraktionen aufgefallen, die eine Fraktion, die Piraten, stellen einen Antrag zur Aktuellen Stunde sehr wohl zum Thema Ehe und reden nicht drüber. Die andere Fraktion stellt einen Antrag zur Aktuellen Stunde, den ich persönlich gar nicht zugelassen hätte, weil er sich um eine DEW-Studie in erster Linie handelt, redet aber über E.ON. Also da muss man irgendwie noch mal ein bisschen gucken, wie die beiden Fraktionen das dann demnächst hinbekommen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Aufsichtsrat des Unternehmens E.ON hat am vergangenen Sonntag einen fundamentalen Strategiewechsel für das Unternehmen beschlossen. Es ist übrigens der dritte Strategiewechsel des Unternehmens innerhalb weniger Jahre. Ende des letzten Jahrzehnts expandierte E.ON nach Europa. Nach hartem Kampf kaufte E.ON Anfang 2010 unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Wolf Bernotat Anteile an Energieunternehmen in Spanien und in Italien. Nach 2010 expandierte der E.ON-Konzern auch außerhalb Europas. Symbol dafür ist die Gründung eines Joint Ventures zum Bau von Kraftwerken in Brasilien. Diese Woche nun gibt das Unternehmen bekannt, die Unternehmensbeteiligung in Spanien ist verkauft, Italien wird folgen und die brasilianische Tochter verschwindet in einer neu zu gründenden Gesellschaft, in der altes, Herr Kufen, klassisches gebündelt wird. Die beiden letzten Strategiewechsel wurden im Landtag nicht diskutiert. Im Übrigen ist auch keiner meiner Vorredner auch nur ansatzweise darauf eingegangen, wie E.ON sich in den letzten Jahren verhalten hat. Das ist diesmal anders. CDU und Piraten haben eine Aktuelle Stunde beantragt. Ich sagte es gerade, mit unterschiedlichen Intentionen, Piraten zu E.ON, CDU hintergründig zu den Versäumnissen zu 2005 bis 2010. In der Tat, Herr Kufen, da fehlte der Schrittmacher, denn da hatten Sie 5 Jahre Herzflimmern, weil nichts mehr geschah bei den regenerativen Energien. Und was ist nun anders an der neuen Strategie von E.ON? Die neue Strategie bezieht sich ausdrücklich auf die Energiewende in Deutschland. Und sie bezieht sich auf die durch diese Energiewende ausgelöste Dynamik der Marktveränderung. Das kann man nur begrüßen. E.ON flüchtet nicht vor der Energiewende. E.ON nimmt eine strategisch offensive Position zur Energiewende ein und handelt auch entsprechend. Das Unternehmen formuliert eine Strategie, die die Märkte für erneuerbare Energien, für Netze und für das Dienstleistungsgeschäft mit den Kunden als Wachstumsbereiche identifizieren. Der Vorstand hat angekündigt, dass sich das Unternehmen mit 40.000 Beschäftigten auf die Potenziale in diesen Zukunftsmärkten ausrichten wird. Und neben dieser neu ausgerichteten E.ON gründet das Unternehmen eine neue Gesellschaft für die klassischen Energiemärkte mit rund 20.000 Beschäftigten. Diese Gesellschaft bündelt die konventionelle Erzeugung mit 51 GW Erzeugungskapazität in ganz Europa, davon rund ein Drittel in Deutschland, den globalen Energiehandel und die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas. Mittelfristig ist die Abgabe des verbleibenden Minderheitsanteils an der neuen Gesellschaft vorgesehen. Die Abspaltung soll im Laufe des Jahres 2016 vollzogen werden. Beachtlich ist, die Entscheidung zu diesem Strategiewechsel hat der Aufsichtsrat einstimmig mit den Stimmen der Eigner und der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften getroffen. Was bedeutet das jetzt für Nordrhein-Westfalen? Erstens, E.ON hat eindeutig klargemacht, dass mit der Abspaltung kein Personalabbau verbunden ist. An den bestehenden Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen wird festgehalten. Das heißt auch, der Beschäftigungssicherungsvertrag, der bis Ende 2018 betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, bleibt gültig. Das sorgt für einen verlässlichen Rahmen. Zweitens, wichtig für Nordrhein-Westfalen, der Hauptsitz bleibt im Rhein-Ruhr-Gebiet. Drittens, nicht zuletzt gilt es, die energie- und industriepolitische Bedeutung von Nordrhein-Westfalen zu erkennen. Nordrhein-Westfalen wird zukünftig 2 weitere große Unternehmen mit 40 bzw. 20.000 Beschäftigten haben, die sich darum bemühen, eine strukturelle Antwort auf den durch die Energiewende ausgelösten Wandel zu finden. Das ist gut und das ist wichtig, denn neben kleinen und mittelständischen Unternehmen brauchen wir auch große investitionsstarke Unternehmen, die neue Dynamik auslösen. Die Veränderungen bei E.ON werden auch
die Wahrnehmung und die Rolle Nordrhein-Westfalens in der Energiewende verändern. Eines lässt sich aus der E.ON-Entscheidung aber überhaupt nicht ablesen, nämlich dass Nordrhein-Westfalen nun, wie die CDU behauptet, energiepolitisch ins Abseits gerät. Nordrhein-Westfalen ist kein Absteigerland, wie die CDU es herbeizureden versucht. Nordrhein-Westfalen ist das Land mit einer besonderen industriellen Struktur. Wir sind ein starker und moderner Industrie- und Energiestandort mit einem zukunftsfähigen Energiemix, erneuerbare Energien, Gas und Kohle, keine Atomkraftwerke. Und dieses Land sucht und nutzt seine Chancen und Möglichkeiten, es jammert nicht und wehklagt nicht. Bei der Entscheidung, die Chancen schafft, gibt es natürlich auch Risiken. Der Weg, den das Unternehmen E.ON einschlagen will, wird sicherlich lang und steinig werden. Es wird Rückschläge und Schwierigkeiten geben, das war allen klar. Aber vieles, was in dieser Woche unter Risiken diskutiert wird, gehört dort gar nicht hin. So meinen doch manche, es drohe nun das Aus für fossile Kraftwerke in Deutschland. Das ist Quatsch. Es ist und bleibt bei der Abschaltung alter Atomkraftwerke völlig klar, dass bis zur vollständigen Deckung des Strombedarfs durch die Erneuerbaren fossile Kraftwerke natürlich nach wie vor benötigt werden. Andere wollen jetzt die Diskussion über die Rückstellung für den Atomausstieg führen. Tatsächlich gehört der Rückbau der AKWs und die Endlagerung des Atommülls zu den großen Herausforderungen der Energiepolitik. Manche sind jetzt auch schon wieder dabei, jetzt anderen Energieunternehmen zu empfehlen, was diese zu tun oder zu lassen hätten. Ich kann nur dazu raten, die jeweils besondere Position und Situation der Unternehmen in der Dynamik der Energiewende wahrzunehmen und die Entscheidungen in den verantwortlichen Unternehmen und den dafür zuständigen Gremien zu belassen. E.ON hat eine mutige Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung ist auch ein Beweis des Vertrauens des Unternehmens in die Energiewende und in den Standort Nordrhein-Westfalen. Sie belegt die Fähigkeit, auch mutige Entscheidungen einvernehmlich und im Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu führen. Es beginnt schon bald eine Übergangsphase, in deren Verlauf etliche Klärungen vorzunehmen sind, auch uns der Politik gegenüber in diversen Gesprächen. Und es ist gut, dass das Unternehmen seinen Beschäftigten kontinuierliche Beratungen und Abstimmungen während der Übergangsphase sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene zugesichert hat. Die SPD-Fraktion unterstützt dies und steht den Partnern, allen Partnern jederzeit zum Dialog zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Kollege Schmelzer. Für die FDP-Fraktion hat Herr Kollege Brockes das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als ich die Nachricht von der Aufspaltung E.ONs vernahm, ging es mir wahrscheinlich wie so vielen anderen. Ich habe sie mit einer gewissen Sorge vernommen. Der Branchenprimus gibt auf, kehrt der Marktwirtschaft den Rücken und begibt sich vollends in die Subventionswirtschaft und damit in den Einflussbereich der Politik. Künftig richten sich Konzernbilanzen nach EEG-Vergütungssätzen und durchregulierten Netzentgelten. Um Marktwirtschaft und Wettbewerb, Herr Minister Remmel, sollen sich andere kümmern. Am Subventionstropf lässt es sich auch ganz leben. Wenn man dazu noch berücksichtigt, dass diese Entscheidung bereits vor einem Jahr vorbereitet wurde, dann ist klar, dass die Politik der Großen Koalition nicht unschuldig an dieser Entscheidung ist. Ich rufe noch einmal die energiepolitischen Festlegungen im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ins Gespräch. Die Abkehr von der europäischen Energie- und Klimapolitik hin zu einem nationalen Alleingang, der eine Belastungsprobe für Wirtschaft und Verbraucher ist. Inzwischen ist es sogar so weit, dass deutsche Kohlekraftwerke stillgelegt werden müssen, damit Kohlekraftwerke im europäischen Ausland länger am Leben erhalten werden. Hauptsache, auf dem Papier werden die Ziele erreicht. Und hierbei, Herr Kollege Schmelzer und auch Herr Minister Dün, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob die Politik quasi selbst den Ausschalter drückt und Zwangsabschaltungen befiehlt oder ob, so sehen es ja die Pläne von Herrn Gabriel vor, die Politik den Unternehmen die Pistole auf die Brust setzt und dann die Unternehmen selbst den nötigen Schalter drücken. Meine Damen und Herren, weitere Festlegungen der Großen Koalition sind ebenso belastend. Die Eckpunkte für die unzureichende EEG-Reform
mit der weiterhin üppigen Subventionierung der Erneuerbaren ohne ausreichende Marktintegration. Die Unsicherheit über das künftige Strommarktmodell, das fehlende Bekenntnis zum europäischen Binnenmarkt. Meine Damen und Herren, meine Vorredner haben die Entwicklung bei E.ON anders bewertet. Das steht Ihnen sicherlich zu. Äußerst vermessen finde ich es allerdings, die Forderung der Kollegin Brems, die sie in der Pressemitteilung am 1. Dezember geäußert hat. Ich zitiere: Jetzt muss auch RWE dem Beispiel von E.ON folgen und seine Konzernpolitik für die Zukunft neu ausrichten. Frau Kollegin Brems, E.ON hat eine Strukturentscheidung getroffen. RWE hat vor Jahren eine andere Strukturentscheidung getroffen. Auch dort wurden die erneuerbaren Energien in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert. Diese bleibt aber im Konzernverbund. Ob man sich nun spezialisieren will, wie E.ON, oder sich als integrierter Konzern, RWE betreibt ja im Gegensatz zu E.ON auch eigene Tagebaue, entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufstellen will, das sind, meine Damen und Herren, Unternehmensentscheidungen, die die Politik höchstens bewerten und kommentieren kann. Aber auffordern, Unternehmensentscheidungen nach dem Willen der Politik zu richten, Frau Brems, das ist Kommandowirtschaft ersten Ranges und das lehnen wir absolut ab. Und dann erst recht, wenn dies von einer Vertreterin der Solarlobby kommt, dann hat dies mit Sicherheit ein gewisses Geschmäckle. Meine Damen und Herren, natürlich stellt sich auch die Frage, wie sieht es mit den Atomaltlasten aus? Gibt es ausreichend Sicherheiten? Es ist legitim, die Fragen zu stellen und sie müssen auch beantwortet werden. Aber es gibt auch Grenzen. Unlauter ist aber die Panikmache, wie sie von der ehemaligen NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn, der Grünen, ausgeht. Kurz nach der Pressekonferenz von E.ON kommentierte sie gegenüber dpa, ich zitiere: Ich befürchte, dass E.ON eine Bettbank für seine 7 Atomkraftwerke schafft, die von den Steuerzahlern gerettet werden muss. Meine Damen und Herren, ich will festhalten, unabhängig davon, welche Konzernstruktur gewählt wird, für die Entsorgung von Atomanlagen gilt das Verursacherprinzip und muss es auch weiterhin gelten. Daher wird man auch darüber sprechen müssen, welche Sicherheiten ein Konzernverbund oder bei Abspaltung der bisherige Konzern geben muss. Es liegt allerdings in der Zuständigkeit des Bundes. Und ich habe hier auch eher andere Konstellationen, zum Beispiel, wie sie bei Vattenfall vorliegen, im Blick. Man sollte nicht vergessen, bei E.ON gehen sämtliche der bisher gebildeten Atomrücklagen auf die neue Gesellschaft über. Das waren zum Stand 21.12.2013 knapp 17 Milliarden Euro und entspricht dem, was unabhängige Wirtschaftsprüfer für notwendig, aber auch ausreichend halten. Zusätzlich stehen die Kraftwerke als Sicherheit bereit und, das sollte man auch nicht vergessen, die Schulden von knapp 21 Milliarden Euro bleiben bei E.ON, belasten also die neue Gesellschaft nicht. Von einer Bettbank zu reden, halte ich daher für bewusste Irreführung. Es ist auch ziemlich widersprüchlich, meine Damen und Herren, die Wasserkraftwerke und Gaskraftwerke zur Bettbank umzuwidmen, wo doch gerade die Grünen sonst immer darauf erpicht sind, dass gerade diese zukunftsbezogen sind und es überall betonen, dass hier oder dafür sorgen wollen, dass sie Milliardensubventionen auch hierfür erhalten. Meine Damen und Herren, E.ON hat eine Konzernumstrukturierung beschlossen. Ob es der richtige Weg ist, kann heute niemand wissen. Die Unternehmensentscheidungen haben wir aber zu respektieren. Besonders erwähnen möchte ich aber noch, dass es anlässlich dieser Entscheidung keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird, sodass ich hoffe, dass diese Entscheidung ohne negative Folgen für Beschäftigte und Steuerzahler bleibt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Brockes. Herr Minister Remmel, ich würde Sie gerne und möchte Sie gerne ausdrücklich daran erinnern,
dass Zwischenrufe von der Regierungsbank sehr grenzwertig gesehen werden und sehr grenzwertig werden dadurch, wenn sie dazu dienen, einen Redner persönlich zu verunglimpfen. Ihr Zwischenruf war in dieser Weise im Minimum zu verstehen. Bitte Sie zukünftig, das zu unterlassen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Kollegin Brems jetzt das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mal ein bisschen anders anfangen. Ich bin der Meinung, die Hauptursache, die die großen Energieriesen in Finanznöte gebracht haben, ist nicht die verschlafene Energiewende, nicht hauptsächlich, es ist die verpasste Digitalisierung. Warum? Naja, große Strukturen, große Unternehmen haben nun mal ein gewisses Risiko, an altbewährtem etwas zu lange festzuhalten, sich nicht auf neue Entwicklungen einzulassen, auch vielleicht etwas zu träge zu sein. Die Physik kennt dieses Prinzip übrigens auch in dem Trägheitsgesetz. Ein Körper verharrt so lange in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, solange die Summe aller auf ihn einwirkenden Kräfte null ist. Mit anderen Worten, eine Änderung des Bewegungszustands ist immer über die Ausübung einer Kraft von außen erst möglich. Die Energieversorger stehen auf der ganzen Welt schon Jahre anderen Kräften von außen gegenüber. Die haben sie verändert, sie stehen vor Herausforderungen. Das sind zum Beispiel Verbraucherinnen und Verbraucher verlangen immer mehr zugeschnittene Lösungen. Denn was wir als Kundinnen und Kunden ja eigentlich brauchen, ist eine warme, eine beleuchtete Wohnung, ein laufender PC, ein kalter Kühlschrank fürs Bier und nicht so sehr das Produkt Strom oder das Produkt Gas. Das heißt, darin liegen die zukünftigen Ausrichtungen von Unternehmen. Und eine weitere Herausforderung, die Erzeugung, liegt nicht mehr nur noch in der Hand weniger großer Unternehmen, sondern mit den erneuerbaren Energien und einer Entwicklung zu kleineren, flexibleren fossilen Anlagen sind immer mehr Stromerzeuger am Markt unterwegs. Diese Entwicklung sehen wir auf der ganzen Welt und nicht ausschließlich in Deutschland. Und um Deutschland herum hat es als Antwort darauf schon intelligente Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch gegeben und Einzug gehalten. In Italien, Skandinavien, den Benelux-Staaten, den USA und vielen weiteren Ländern kommen nicht nur intelligente Zähler zum Einsatz, sondern intelligente Verbrauchssteuerung, eine Lastspitzenabsenkung und auch Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnittene Lösungen sind dort gang und gäbe. Und was ist in Deutschland? In Deutschland haben wir gleichzeitig immer noch bis zu 100 Jahre alte Zähler in unserem Keller und unsere Energieversorger setzen auf alte Kraftwerkstechnik. Sie lassen sogar verlautbaren, dass es ohne die alte konventionelle Technik niemals gehen wird. Ich sage Ihnen dazu, auch vermeintliche Experten können sich irren. 1995 sagte Bill Gates, das Internet ist nur ein Hype. Das einfach als Vergleich. Noch Ende der 80er Jahre redeten die großen Energieversorger der Bundesregierung und irgendwie uns allen noch ein, technisch sei es nicht möglich, mehr als 4% erneuerbare Energien im deutschen Strommix zu haben. Sie sind eines Besseren belehrt worden. Und den gleichen Leuten sollen wir nun heute glauben, eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien sei technisch nicht möglich. Ich finde, eine solche Einstellung ist technikfeindlich und wir Grünen glauben an die neuen Technologien und setzen uns für sie ein. Nun, eines der vier großen Energieversorger schickt sich jetzt an zu beweisen, dass es den Dreh noch bekommt. E.ON will sich auf die Zukunftsbranchen konzentrieren und das sind die von mir eben genannten, die erneuerbaren Energien und Kundenlösungen, eine Digitalisierung. Das Signal, was davon ausgeht, finde ich zunächst positiv. Stellte doch Vorstandsvorsitzender Theissen bei der Pressekonferenz am Montag fest, die neuen Bereiche sind die, die schneller wachsen. Und Wachstum, Herr Brockes, ist ja eigentlich bisher immer was gewesen, was die FDP gut fand. Dass Sie jetzt an dieser Stelle die größte Skepsis haben, finde ich schon erstaunlich. Und mit diesen Wachstumsbereichen möchte die bekannte Marke E.ON nun verbunden werden. Und Herr Kufen, auch Ihnen möchte ich noch mal sagen, natürlich ist es eine wirtschaftliche Entscheidung von E.ON. Erneuerbare sind die Zukunft, das hat E.ON verstanden, nur leider Ihre Bundesregierung immer noch nicht. Und zum Thema, ich würde hier Vorschriften machen.
Ich würde es persönlich den anderen Großunternehmen für ihr eigenes Überleben und auch die von ihnen betroffenen Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wünschen. Sie würden sich ähnlich zukunftsfähig ausrichten und ähnliche oder weitergehende Zukunftsentscheidungen treffen. Aber, und das haben wir eben auch schon mal gehört, mit dieser Entscheidung alleine geht noch nicht ein weiteres Kohle- oder Atomkraftwerk schneller oder früher vom Netz. Und es werden auch keine Arbeitsplätze damit reduziert. Auch das haben wir eben in der Diskussion schon gehört. Und eine Besorgnis bleibt trotzdem bestehen. Die Frage ist, stiehlt sich eventuell ein Unternehmen aus der Verantwortung, dass es eben hat, wenn jahrzehntelang mit Kohle und Atom viel Geld verdient wurde, aber nun beim drohenden Ende unabsehbare Kosten anfallen? Denn mit Kohle und Atom wurden Milliarden verdient in den letzten Jahrzehnten, und zwar auf unsere aller Kosten. Und das darf nicht noch weiter ausgeweitet werden. Ich bin erfreut, dass wir mit dieser Besorgnis nicht alleine sind und CDU und auch Piraten sie mit uns teilen. Die Sorgen der FDP sind hier an dieser Stelle, finde ich, jenseits von Gut und Böse. Sehr geehrte Damen und Herren, so sehr eben einzelne Aspekte der Entscheidung von E.ON noch nicht klar in ihren Auswirkungen sind, das werden die nächsten Jahre erst zeigen und den Befürchtungen auch politisch zu begegnen ist. Ich wünsche E.ON viel Erfolg mit dieser Entscheidung. Ich wünsche der neuen Gesellschaft viel Erfolg beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Und ich finde, dass E.ON der Großen Koalition zeigt, wo die Zukunft liegt, wo Wachstum notwendig ist und passiert, in der Digitalisierung der Energiewirtschaft, von intelligenten Netzen und Lösungen und bei den erneuerbaren Energien. Es wäre endlich an der Zeit, dass auch die Große Koalition die Kurve kriegt. Denn der Stillstand, den wir aktuell erleben, der kostet uns alle Innovationskraft und Arbeitsplätze in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Und damit muss Schluss sein. Wir brauchen endlich eine echte Energiewende, die angegangen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Binz. Für die Landesregierung hat Herr Minister Dün nun das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus meiner Sicht ist es zu begrüßen, wenn sich der größte deutsche Energiekonzern den Herausforderungen der Energiewende offensiv stellt. Damit bringt nämlich E.ON zum Ausdruck, dass es keine Alternative zur Energiewende gibt. Und ich finde, das ist das richtige Signal. Viel zu lange haben sich die sogenannten Big Four gewehrt. Zu lange haben sie sich gewehrt gegen den Atomausstieg, gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien, gegen die Energiewende an sich. Und deswegen halte ich auch die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, für ein richtiges Signal, meine Damen und Herren. Viele Kommentatoren haben den Schritt von E.ON aber auch als Signal verstanden, dass der Markt kaum noch tragfähige Geschäftsmodelle für die konventionelle Energieerzeugung bietet. Und dabei ist klar, die konventionelle Energieerzeugung benötigen wir noch für lange Zeit, um die fluktuierende Stromerzeugung aus Erneuerbaren zu ergänzen. Ohne ausreichende Backup-Leistung wird sich die Versorgungssicherheit in Deutschland verschlechtern. Mit circa 12 Minuten Stromunterbrechung im Jahr liegen wir auch im europäischen Vergleich vorne. Wenn wir dieses hohe Niveau an Versorgungssicherheit nicht mehr garantieren könnten, wäre das für die hier ansässigen Unternehmen ein erheblicher Nachteil im globalen Wettbewerb, und dadurch würden Arbeitsplätze gefährdet. Neben der Versorgungssicherheit geht es um die Bezahlbarkeit von Strom. Dies ist genauso im Interesse der Industrie wie der Bürgerinnen und Bürger. Glücklicherweise haben wir aber in Deutschland noch einen breiten Mix, sodass wir nicht nur auf teure Energie angewiesen sind. Und drittens geht es um den Klimaschutz. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, das hat die Bundesregierung am Mittwoch noch einmal beschlossen, müssen auch Neuinvestitionen in noch effizientere Kraftwerke ermöglicht werden, damit wir nach und nach die sogenannten alten Schätzchen vom Netz nehmen und das Schritt für Schritt und nicht alle auf einmal. Und lieber Herr Schmalenbach, mit dieser Landesregierung noch einmal klipp und klar wird es ein Kohleausstiegsgesetz, wie von Ihnen gefordert, nicht geben. Natürlich werden wir sehr genau beobachten, welche Auswirkungen die Teilung von E.ON haben wird. Dabei sind uns der Erhalt der Arbeitsplätze und die Sicherstellung
der finanziellen Erfordernisse des Atomausstiegs von besonderer Bedeutung. Und auch das sage ich noch einmal in aller Klarheit. Diese Lasten sind von den Unternehmen zu tragen und nicht vom Steuerzahler. Und deswegen sind dafür auch die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Aber die Verantwortung für unternehmerische Entscheidungen, die liegen eben bei den Unternehmen selbst. Die Aufgabe der Politik ist es andererseits dafür, einen Rahmen zu schaffen. Und dazu bedarf es klarer Vorgaben, insbesondere auch aus Berlin. Ohne diese Vorgaben werden die notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen nur geschoben. Es ist dringend notwendig, wieder Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen. Der Prozess, der angeschoben ist durch das Grünbuch und die darauf folgenden Schritte, ist auf dem Weg. Die Landesregierung hat sich in der Vergangenheit immer für den Industrie- und Energiestandort Nordrhein-Westfalen mit Erfolg eingesetzt, und sie wird dies auch in Zukunft tun. Die Landesregierung, Herr Kofen, in der Tat ist Schrittmacher und treibt die Energiewende weiter voran. Dabei hat die Wettbewerbsfähigkeit der hier ansässigen Unternehmen für uns Priorität. Und das energiepolitische Dreieck, sicher, sauber und bezahlbar, ist für uns nicht verhandelbar. Ich gehe davon aus, dass auch die beiden künftigen Unternehmen der bisherigen E.ON sich an diesem Dreieck orientieren. Und in der Tat, wir sind der Schrittmacher aus Nordrhein-Westfalen heraus. Ohne uns hätte es keine im Ergebnis und unterm Strich kluge EEG-Reform gegeben. Ohne uns gäbe es nicht diesen Diskussionsprozess zum neuen Marktdesign, das mit dem Grünbuch jetzt begonnen ist und das in dieser Wahlperiode abgeschlossen sein wird. Ohne uns gäbe es nicht die Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Speichertechnologie, für die von Frau Brems angesprochene Digitalisierung. Ohne uns gäbe es nicht im nächsten Jahr ein neues KWK-Gesetz, um Planungs- und Investitionssicherheit sicherzustellen. Und ohne uns gäbe es eben auch nicht einen Klimaplan, der eine ausgewogene Belastung für die Sektoren hergestellt hat. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir setzen auf Vernunft statt Ideologie. Davon ist die Opposition in weiten Teilen noch entfernt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Fehring das Wort. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Dün, wir wollen Ihnen gerne helfen bei der Erneuerung des Kraftwerkparks auf der einen Seite, aber auch mit Ihnen gemeinsam dann dafür kämpfen, dass wir bei den Erneuerbaren dann endlich vorankommen werden. Wenn E.ON sich heute nun auch damit beschäftigt, finde ich das natürlich toll und möchte mich deshalb mit dem Thema verstärkt beschäftigen. Im Sommer 2010 habe ich erstmals an einer überregionalen Veranstaltung zum Thema erneuerbare Energien im Ruhrgebiet teilgenommen. Ich erinnere mich gut an die Euphorie der anwesenden Verbandsvertreter aus dem Bereich der Erneuerbaren und der Kolleginnen und Kollegen aus dem Regierungslager. Nach den angeblichen Jahren des Stillstands in NRW in Bezug auf die Windenergieanlagen sollte nun durchgestartet werden. Aus persönlichem Erleben weiß ich, dass vor allem Projektierer zurück nach NRW drängten, um am erwarteten Windkraftboom teilzuhaben. Die Erwartungen der Getriebebauer und Zulieferer in Nordrhein-Westfalen waren hoch. Inzwischen sind 4 weitere Jahre ins Land gegangen, und mit den Jahren ist eine große Ernüchterung eingetreten. Ein Windkrafterlass vom 11.07.2011, der verschiedene Szenarien mit unterschiedlicher Flächenbeanspruchung und entsprechendem Windkraftausbau vorsah, liegt vor. Ebenso ein Leitfaden für Windenergieanlagen im Wald. Im künftigen LEP und Ihrem Klimaschutzplan, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD und den Grünen, werden die Ausbauziele nochmals auf den neuesten Stand dargestellt. Aber wie sieht unsere nordrhein-westfälische Wirklichkeit aus? Wie viele Windenergieanlagen sind 2013 neu errichtet worden? Das DEW hat zum 4. Mal einen Bundesländervergleich im Bereich der erneuerbaren Energien durchgeführt. Ich zitiere: In der Gesamtbewertung führen Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist in Bayern am weitesten fortgeschritten, obwohl dort die Möglichkeiten der Windenergie bisher nur relativ wenig genutzt werden. Baden-Württemberg zeichnet sich durch vorbildliche energiepolitische Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien aus.
Mecklenburg-Vorpommern ist beim technologischen und wirtschaftlichen Strukturwandel am erfolgreichsten. Zitat Ende. Warum liegt unser Bundesland so weit zurück? In der Tabelle Erfolge bei der Nutzung der erneuerbaren Energien Platz 14, Erfolge beim technologischen und wirtschaftlichen Wandel mit Platz 16 das Schlusslicht. In der Gesamtbewertung erreicht Nordrhein-Westfalen den Platz 8 und Bayern den Platz 1. Sie, das Regierungslager, werden uns gleich erklären, weshalb der Ausbau nach 2010 nur schleppend vorankam und auf die Erfolge bis 2005 verweisen. Zugegeben, unsere Haltung hat den Ausbau damals nicht beflügelt. Aber ich darf heute feststellen, dass wir unsere Lernkurve erfolgreich absolviert haben. Wenn wir heute die fehlende Marktdynamik bei den Erneuerbaren in NRW beklagen, stoßen wir unweigerlich auf die harte Haltung der Umwelt- und Artenschützer. Frau Brems, hier müssen wir beiden noch gemeinsam sehr viel Aufklärung betreiben. Hier, Herr Minister Remmel, sitzen die Bremser. Ich weiß Ihren persönlichen Einsatz für die Erneuerbaren zu schätzen, kann Ihnen aber nicht den Vorwurf ersparen, insbesondere die überzogenen Forderungen der Artenschützer nicht energisch genug zurückzuweisen. Sie haben die Wahl zwischen mehr kohlendioxidfreier bzw. armer Energieproduktion und dem überhöhten Artenschutz. Unter Zugrundelegung Ihres Ziels, bis 2020 den Windenergieanteil in NRW auf 15% zu steigern, müsste Ihr Einsatz klar pro Energie ausfallen und würde nebenbei dem Industriestandort NRW guttun. In diesem Zusammenhang fordere ich den Klimaschutz und den Verkehrsminister auf, sich tatkräftig gegen die überbordende Bürokratie seitens der deutschen Flugsicherung einzusetzen, wenn es um die Neuerrichtung oder das Repowering geht. Sicherheit ja, aber keine Behördenwillkür. Wir wissen, dass ca. 3000 Megawatt Leistung im Bereich der Windenergie nicht zum Ausbau kommen, weil die deutsche Flugsicherung die Sache blockiert und, ich sprach von Behördenwillkür, sich so verhält, dass sie noch nicht mal mit den Betroffenen sprechen will. Mit denen einen Termin zu bekommen, ist wahrscheinlich schwieriger als beim Papst. In der DEW-Studie wird neben der Wärmeerzeugung natürlich auch der Verkehrsbereich berücksichtigt. Die NRW-Erfolge in der Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren möchte ich nicht verschweigen, wenngleich wegen unserer großstädtischen Struktur der prozentuale Anteil gering ist. Leider hat Nordrhein-Westfalen im Bundesrat die steuerlichen Anreize zur Wärmedämmung bei Gebäuden abgelehnt. Eine verpasste Chance für mehr Energieeffizienz. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, die DEW-Studie sollten Sie als Warnschuss sehen, damit unser Bundesland nicht weiter abfällt. NRW kann mehr. Lockern Sie Ihre selbstgebauten Bremsen beim Ausbau der Erneuerbaren. Geben Sie den Bürgern endlich das Gefühl und die Sicherheit, dass sie als Menschen nicht hinter den Belangen der Natur- und Artenschützer zurückstehen müssen. So erreichen wir die erforderliche Akzeptanz und damit den notwendigen Zubau. So schneiden wir bei der nächsten Studie besser ab. Und was natürlich das Wichtigste ist, bekommt NRW mehr wirtschaftliche Dynamik und die E.ON-Beschäftigten zukünftig eine weitere Perspektive. Vielen Dank, Herr Kollege Fehring. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Höhne. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wurde einiges über E.ON geredet und die verkündete Strategieänderung. Und an der einen oder anderen Stelle habe ich mich so ein bisschen an dieses Bild erinnert gefühlt, wenn Blinde von der Farbe reden. Nicht einmal das Unternehmen kann ja mit Sicherheit sagen, ob die Entscheidung richtig war. Es geht unter den gegebenen Umständen aktuell davon aus, aber es ist schon spannend, wenn dann die Politik hier oben vom Podium aus der Meinung ist, das schon besser und bis ins letzte Detail bewerten zu können, als das denn eigentlich am Ende die Leute im Unternehmen machen, die übrigens auch dafür bezahlt werden, sich ganz gut Gedanken um das Geld der Eigentümer zu machen. Die Vergleiche zu RWE, auch das ist eben schon angesprochen worden, die hinken dann doch sehr auffällig.
Beide Unternehmen sind doch nicht an dieser Stelle vergleichbar. Also RWE als Tagebaubetreiber zum Beispiel ist eben schon mal angesprochen worden. Ich persönlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss aber auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn von der politischen Seite auf RWE draufgehauen wird, weil wenn ich mir das Unternehmen anschaue, dann gibt es ja, ich sag's mal vorsichtig, doch die eine oder andere Verästelung von Politik, von Kommunalpolitik in Beiräten, in Aufsichtsräten, in sonstigen Gremien, in diesem Gesamtkonzern an dieser Stelle. Es gäbe also eigentlich doch den ein oder anderen Hebel, wo Politik schon seit langer, langer Zeit auch bei diesem Unternehmen hätte ansetzen können. Wir kennen, sehr geehrte Damen und Herren, einige der Unternehmenskennzahlen, wie sie eben bei der E.ON-Pressekonferenz genannt wurden. Und es geht ja höchstwahrscheinlich um eine Aufteilung in die beiden Gesellschaften, 2/3, 1/3. Das gilt sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das gilt aber auch für die Umsatzzahlen, zuletzt insgesamt etwa 120 Milliarden Euro. Unterm Strich kann man also ja doch davon ausgehen, dass da keine Kleinstunternehmen entstehen, sondern dass das weiterhin doch zwei große Tanker sind. Und man kann doch durchaus auch davon ausgehen, dass diese beiden Gesellschaften lebensfähig sind und eine Chance haben, sich zu behaupten. Die Details kommen ja aber sowieso erst in den kommenden 1 bis 2 Jahren. Also grundsätzlich über lebensfähige Unternehmen. Darum, glaube ich, ist es hier an dieser Stelle auch verfrüht, Panik zu machen in Bezug auf die Atomrückstellung. Und ich finde es auch nicht an dieser Stelle richtig, politisch das jetzt zu instrumentalisieren, nochmal für einen Kreuzzug gegen die Kernenergie an dieser Stelle. Fakt ist, die Unternehmen haben im konventionellen Bereich gutes Geld verdient mit der konventionellen Energie. Ist auch völlig in Ordnung, so sollten sie ja auch. Aber Fakt ist eben auch, dass die entsprechenden Rückstellungen dann genutzt werden müssen für den Rückbau. Wenn aktuell unabhängige Wirtschaftsprüfer sagen, das, was wir jetzt haben, reicht aus, dann glaube ich auch an dieser Stelle ist es ein bisschen vermessen, vom Podium aus hier zu beurteilen, dass das aber nicht ausreicht, dass das zu viel, dass das zu wenig ist, ohne sich die Zahlen genauso angeschaut zu haben, wie das bei den Unternehmensprüfern der Fall war. Kollege Schmalenbach hat eben angesprochen, ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Frage, sollten denn dann doch die Steuerzahler in Haftung genommen werden beim Kernenergierückbau, dann wäre die teure Energiewende geboren. Ich glaube, so ähnlich, Herr Kollege, hatten Sie das eben formuliert. Auch da musste ich ein bisschen schmunzeln. Also bei knapp über 20 Milliarden Euro EEG-Umlage, die dieses Land insgesamt aufbringt, die nicht ansonsten zur Verfügung stehen für Investitionen, für den privaten Konsum, da dann zu sagen, dass die teure Energiewende noch geboren werden könnte, na, ich weiß nicht, ob wir da den gleichen Maßstäben denken, was teuer und was günstig angeht. Frau Kollegin Brems, Sie haben eben gesagt, die Grünen glauben an neue Technologien. Schon wieder ein Grund zum Schmunzeln heute Morgen. Da habe ich mich direkt wieder erinnert gefühlt an Ihren Parteifreund Fritz Kuhn, der ja damals unter anderem vor der Einführung der ISDN-Technologien vom Teletext wegen nicht absehbarer technischer Schwierigkeiten gewarnt hat. Wobei ich, ja gut, aber Herr Kollege Mostafizadeh, ich würde für mich doch auch schon in Anspruch nehmen, dass ich nicht nur über das reden darf, was ich selber persönlich miterlebt habe. Wenn es darum ginge, dürften Sie hier vorne übrigens gar nicht mehr reden. Frau Kollegin Brems, Sie haben gesagt, manche Kraftwerksbetreiber im konventionellen Bereich sagen, man käme niemals ohne konventionelle Energie aus und haben das kritisiert. Ich glaube, das haben Sie zu Recht kritisiert übrigens, weil ich finde, niemals ist in Bezug auf eine technologische Entwicklung doch ein bisschen pessimistisch und damit hat man noch nie Recht behalten, noch vor 100 Jahren. Auch da in Mostafizadeh war ich noch nicht geboren, aber noch vor 100 Jahren waren ja Zukunftsforscher der Meinung, das größte Problem der Städte, der Großstädte in unserer heutigen Zeit würde sein, wie man den ganzen Pferdemist aus der Innenstadt nach draußen hinbekommen könnte von den vielen Fuhrwerken. Auch da haben wir ja durchaus eine Weiterentwicklung gesehen. Also sagt niemals nie, auch an dieser Stelle. Allerdings komme ich wieder zurück zu Herrn Kollegen Schmalenbach, hier an dieser Stelle nochmal das Thema Kohleausstiegsgesetz auszupacken. Na, dann haben wir aber wirklich die Geburt der ganz, ganz teuren Energiewende, wenn wir auf diesen Vorschlag zurückkommen, das ist abzulehnen. Ich rate zu ein bisschen mehr Gelassenheit bei der Neuaufstellung von E.ON und zu einem guten Aufpassen in Bezug auf die Atomrückstellung. Und ich glaube, dass wir dann weiterhin auf einem guten Weg sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Höhne. Jetzt spricht Herr Kollege Schulz für die Piratenfraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Ich hätte fast gesagt, willkommen bei der Hauptversammlung der Aktionäre von E.ON. Und ich danke für die Bewerbungsgespräche bzw. die Vorstellungsgespräche hier am Podium in Bezug auf Führungspositionen bei RWE und E.ON. Eins ist offensichtlich verkannt worden. Wir sind nicht auf einer Hauptversammlung, sondern wir machen hier Politik oder wollen dieses tun. Der Umbau von E.ON ist hier nicht das einzige Thema. Ich denke, dass viele hier im Hause oder gar alle sich darüber einig sind, dass die Energiewende in irgendeiner Form ja nun mal umgesetzt werden muss. Und wenn ein Unternehmen wie E.ON, ein Konzern wie E.ON erkannt hat, inzwischen vielleicht auch ein bisschen spät erkannt hat, dass da dringend was getan werden muss, ist das zunächst einmal begrüßenswert, in der Tat. Aber bitte erinnern wir uns an März diesen Jahres. Da war es so, dass die großen Energieversorger, insbesondere E.ON als Vorreiter und RWE, gesagt haben, wir müssen dafür Sorge tragen, dass nach Möglichkeit die Rückstellungen sichergestellt werden für den Rückbau der Atomanlagen, für den Rückbau bzw. für die Verwertung und die Lagerung von Rückständen aus der Atomenergiegewinnung. Und Theissen, Vorstandsvorsitzender von E.ON, hat sich hingestellt und hat gesagt, die Hütte brennt. Wir brauchen eine Stiftung dafür. Die Politik hat darauf geantwortet und hat gesagt, nee, Leute, das machen wir nicht mit. Sorgt ihr einfach dafür, dass ihr eure Rückstellungen sauber haltet. Sorgt ihr dafür, dass genau die Kosten, die damit verbunden sind, den Rückbau der Atomanlagen durchzuführen, dass die Kosten, die auch als Ewigkeitskosten bekannt sind, getragen werden können. Und die Politik ist sich darüber einig, dass diese Kosten und Lasten von denjenigen getragen werden sollen und müssen, die sie produziert haben, nämlich den Konzernen wie E.ON und RWE. Fakt ist aber, und wenn Bärbel Höhlen sich hinstellt und sagt, sie habe die Befürchtung, dass hier eine Art Bad Bank geschaffen werden soll durch die Gründung einer neuen Aktiengesellschaft, in die nämlich all die schmutzigen Geschäfte reingezogen werden sollen, schmutzig im Sinne von Belastungen der Umwelt, Belastungen der Menschen in diesem Land, gar auf dem Kontinent, und damit auch die Frage der Rückstellungen geklärt wissen will, insofern, als die Rückstellungen ebenfalls in diese neu zu gründende Aktiengesellschaft überführt werden, reicht das nicht aus. Dabei wird nämlich auch nicht das Credo, dass auch das Credo von Wirtschaftsprüfern macht es nicht besser, wenn es dann heißt, die Rückstellungen reichen aus. Wir haben bereits in diesem Jahr mehrfach an dieser Stelle debattiert darüber, ob denn die Rückstellungen tatsächlich ausreichen. Wir wissen alle, dass viele Gutachter überhaupt noch nicht klar darüber sind, die sich überhaupt noch nicht klar darüber geworden sind, ob die derzeit kalkulierten Rückstellungen jemals ausreichen werden. Das sind roundabout irgendwas um die 47 Milliarden. Ob das jemals ausreicht, wissen wir also nicht. Wenn wir aber jetzt das Risiko begrüßen, dass ein Konzern wie E.ON eine Aktiengesellschaft gründet und sagt, es ist alles gut, indem wir diese neue Aktiengesellschaft gründen, heißt das nichts anderes, als tatsächlich eine Haftungsverlagerung in diese neue Aktiengesellschaft stattfindet. Eine Aktiengesellschaft, die von heute auf morgen, wenn es denn sein muss, pleite gehen kann. Dafür werden unter anderem auch die Berater von E.ON sorgen. Und das sind Heerscharen, meine Damen und Herren. Heerscharen. Bleiben wir also dabei. Es bedarf hier der weiteren Aufmerksamkeit und Diskussion über die Fragen der Vergesellschaftung, der Folgelasten und Ewigkeitskosten aus der Energiegewinnung der vergangenen Jahrzehnte, an der selbstverständlich die Politik beteiligt war, durch Fördermaßnahmen und dergleichen mehr. Bleiben wir aber auch dabei, dass die Konzerne wie E.ON oder RWE unglaublich hohe Gewinne daraus erwirtschaftet haben. Nicht zuletzt auch durch die Förderung, die sie seitens der Politik, seitens der Gesellschaft erhalten haben. Bleiben wir also bitte dabei, dass der Umbau von E.ON immer begleitet werden muss mit dem besonderen Augenmerk darauf, dass eben genau das nicht passiert, nämlich keine Vergesellschaftung der Folgelasten und Ewigkeitskosten aus der Atomenergie. Bleiben wir also dabei, dass selbstverständlich die Schulden
bei E.ON bleiben mögen. Möge es aber auch sein, dass das Haftungsrisiko bei E.ON bleibt und nicht ausgelagert bleibt und wird in die neu zu gründende Aktiengesellschaft. Haben wir also bitte weiterhin das Augenmerk genau auf diesen Punkt und wenden wir uns davon ab, alles zu begrüßen, was die Konzerne jetzt tun und das nur damit zu rechtfertigen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wie wir gerade von eben von Herrn Kollegen Brockes eben auch hier an dieser Stelle hörten, ist ja die Frage der Beschäftigungsgarantie oder Herr Kollege Schmelzer war es, auch nur zeitlich begrenzt und danach müssen wir mal weiterschauen, wie es ausschaut. Wenn die Aktiengesellschaft nämlich platt gemacht wird, die neue, dann fliegen auch die Aktien, die Arbeitsplätze, gehen dann auch die Arbeitsplätze unter. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Remmel. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, Herr Brockes, ich bitte um Entschuldigung, dass ich Sie eben als Jammerlappen bezeichnet habe. Sie sind natürlich keiner, das tut mir leid. Sie sind nur so aufgetreten wie einer und deshalb war das meine spontane Assoziierung an dieser Stelle. Und da diese Tonlage auch von dem Kollegen Höhne weitergeführt worden ist, scheint es doch ein Indiz zu sein für die Grundhaltung. Und die hat mich etwas verwundert. Eine Partei und eine Fraktion, die ansonsten dafür eintritt, sozusagen das freie Unternehmertum zu begünstigen, die solche mutigen unternehmerischen Entscheidungen fordert, die tritt jetzt auf und wiegt den Kopf hin und her. Da kann ich doch nur sagen, Sie sind aus der Zeit gefallen, lieber Herr Brockes, lieber Herr Höhne. Sie haben den Knall nicht gehört. Sie tun so, als wenn wir in den Zeiten der 60er und 70er Jahre wären, wo es die Staatswirtschaft noch gibt, nämlich massive Unterstützung für Kohle und Atom. Die Zeiten sind vorbei und dieses Unternehmen hat sich mutig entschieden, hat freies Unternehmertum gut nach vorne ausgelegt. Und das muss man begrüßen an dieser Stelle. Und Herr Kufen, ich habe nicht so richtig die Botschaft verstanden, was Sie heute mit Ihrer Rede in der Aktuellen Stunde ausdrücken wollten. Also wo ist die Botschaft? Wo ist die Botschaft nach vorne? Um es ehrlich zu sagen, ich hätte erwartet, dass Sie ähnlich wie ein japanischer Politiker oder Politikerin, die Fehler gemacht hat, hier vor das Auditorium getreten wären und sich dreimal verneigt hätten, entsprechend für das, was Sie die ganzen letzten 10, 15 Jahre veranstaltet haben. Wer hat denn die Signale über 10 Jahre gegeben an die großen Konzerne, dass das Geschäftsmodell so weitergehen kann? Wer war das denn? Wer hat denn dafür politisch geworben und letztlich auch umgesetzt, dass der Atomausstieg rückgängig gemacht wird? Das war doch die CDU, Ihre Bundeskanzlerin. Und Sie selber auch haben dafür gestritten, dass im Herbst 2010 das ganze Rad zurückgedreht wurde. Und darauf konnten sich die Unternehmen 10 Jahre kaprizieren und haben eben ihr Geschäftsmodell nicht verändert, was sie hätten längst tun sollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insofern ist das eine richtige Entscheidung und sie hätte schon viel früher fallen können und müssen, weil diese zentrale Frage nämlich, dass wir mit neuen Energien nicht ein altes System betreiben können, im Mittelpunkt dieser unternehmerischen Entscheidung steht. Und ich darf zitieren aus der Pressekonferenz, die E.ON gegeben hat. Johannes Theissen hat sich dort geäußert, indem er die neue Energiewelt beschreibt und explizit davon spricht, dass nun von allen Seiten die Erneuerbaren sich entwickelt hätten. Jetzt flössen in keine andere Energieart so viel Investitionen. Die Kosten für Onshore-Wind seien unter den Kosten für konventionelle Stromerzeugung gesunken. Photovoltaik-Eigenverbrauch erlaube Kunden, unabhängiger zu werden. Kunden wollten saubere Energie. Der Trend zur Vernetzung von allem und jedem ginge auch am Energiesektor nicht vorbei. Die Rolle der Verteilnetze ändere sich. Sie werden intelligenter, gewöhnen, dass Energiedrehscheiben zentrale Bedeutungen zukünftig sein und so weiter und so weiter. Das ist ein Interessensvertreter des neuen Systems. Und das ist zu begrüßen, dass es eine solche Interessenslage gibt, die jetzt auch am Markt aktiv ist. Weil das ist doch die Erfahrung aus den letzten Jahren. Wir haben Interessensvertreter für zentrale Produktionsstätten, Kraftwerke, fossile Kraftwerke. Wir haben Interessensvertreter für neue Kraftwerke,
Aber was fehlt, auch in der politischen Agenda, ist, dass es Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter für das System, das erneuerbare System gibt, für Netze, für intelligente Netze, für Speicher, alles, was dazugehört zum Equipment. Und dass hier ein großer Player entsteht, der genau das zu seinem Geschäftsmodell macht, das ist doch ausgesprochen zu begrüßen. Und das ist auch eine Marktmacht, die entsteht, die das befördert, dass wir diese Entwicklung in das neue System auch bekommen. Und ich denke, ähnlich in der Strukturierung des Marktes wird es so sein wie im Bankenbereich. Wir haben große Banken mit weltweiten Ausgriff, und ich glaube, dieses neue Unternehmen E.ON wird das auch weiter so sein. Mit 40.000 Beschäftigten ist es ein bedeutender Player. Und wir haben Stadtwerke, ähnlich wie die Sparkassen, die sozusagen die lokalen und regionalen Netze bespielen. Und wir haben die Genossenschaften und die Bürgerinnen und Bürger. Und das beschreibt dieses System, was auf Dezentralität hin orientiert ist. Und da liegt unsere Aufgabe, es politisch zu flankieren, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und deshalb brauchen wir die Debatte über ein neues Energie- und Strommarktdesign, um diese Strukturen zu fördern und zu unterstützen. Und deshalb brauchen wir auch als nächsten Schritt auf der Bundesebene ein Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, um die Zwischenstrukturen im System entsprechend zu beschreiben. Und an der Stelle gestatten Sie mir dann auch noch ein, zwei Worte zu der DIW-Studie und dem, was Sie hier vorgetragen haben. Herr Fehring war ja erfrischend differenziert. Ich will es mal in einem Bild beschreiben. Im Übrigen sind das Zahlen von 2012, beschreiben nicht die Wirklichkeit 2014. Aber wenn ich die absoluten Zahlen nehme, beschäftigen Sie sich mit den absoluten Zahlen. 2010 hatten wir gut 10 Terawatt Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Wir haben heute 15 Terawatt, also eine Steigerung um 50%. Eine solche Steigerung ist in keinem anderen Bundesland vonstatten gegangen. Insofern zeigt das, welche Dynamik. Wir haben zu wenig, wir brauchen mehr, gar keine Frage. Aber um im Bild zu bleiben, wenn an anderer Stelle Zwerge entstehen, und in Nordrhein-Westfalen sozusagen der Riese ein Kind gebiert, dann kann man das nicht miteinander vergleichen. Weil hier werden absolute Zahlen mit Prozentzahlen und Ranking in Verbindung gesetzt. Ich mache es an einem anderen Beispiel deutlich. Wir haben weit mehr Patentanmeldungen als alle anderen Bundesländer in dem Bereich. Wir haben weit mehr wissenschaftliche Einrichtungen und Studiengänge. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt zu unserem sonstigen wirtschaftlichen Equipment, dann erscheint das natürlich als relativ klein. Aber in der Tat ist es ein wachsender Riese. Und da gilt unsere Unterstützung eben dieser Entwicklung. Und da würden wir uns wünschen, Sie würden dem auch beitreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir brauchen mehr Tempo, wir brauchen mehr Ausbau, vor allem von Erzeugungskapazitäten, aber eben auch von dem, was dazwischen entsteht. In der europäischen Vernetzung Ausbau von Grenzkuppelstellen, in dem Wirken von Verteilnetzen, die nicht mehr darauf ausgelegt sind, von einer Zentrale zum Konsum, zum Verbraucher, zu wirken, sondern dezentral in beide Richtungen funktionieren müssen. Und das ist die neue Gestaltungs- und Marktaufgabe. Und dass sich hier ein Unternehmen genau dahin orientiert, jenseits der Fragen, die über die Rückstellung, was den Atomausstieg zu betrachten sind, orientiert ist, zu begrüßen. Da im Übrigen hat die Landesregierung im Bundesrat mit allen anderen Bundesländern die Bundesregierung aufgefordert, die entsprechende Sicherung tatsächlich auch zu beschreiben. Ich gehe davon aus, die Bundesregierung wird hier in Kürze berichten, wie sie denn die Anforderung gedenkt umzusetzen, dass die Lasten eben nicht bei der öffentlichen Hand und den Bürgerinnen und Bürgern verbleiben. Da bin ich guter Hoffnung. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank, Herr Minister. Die Landesregierung hat ihre Redezeit um 1 Minute und 6 Sekunden überschritten. Für die CDU-Fraktion erteile ich dem Kollegen Kufen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister Remmel, dass Sie noch nicht mal eine ordentliche Entschuldigung hier hinkriegen bei Herrn Brockes, das nenne ich jämmerlich, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ist jämmerlich. Da hätten Sie besser einfach mal zur Kenntnis genommen, was die Präsidentin Ihnen in den Spiegel gesteckt hat. Das wäre vielleicht allemal besser gewesen. Das ist die eine Abteilung. Das zweite, Herr Minister Remmel,
Können Sie sich nicht vielleicht annähernd auch mal vorstellen? Sie haben von den 40.000 Arbeitsplätzen gesprochen, was aktuell bei 40.000 Familien auch in Deutschland los ist, die sich überlegen, wo sind wir eigentlich nächstes Jahr? Was heißt das mit meinem Arbeitsplatz? Und Sie erleben, diese Familie erleben hier einen breitbeinig auftretenden Umweltminister, der zu diesen Arbeitsplätzen null sagt, finde ich schäbig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schäbig. 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 Und jetzt haben Sie gefragt, wo ist unsere Antwort? Deshalb ist sie ganz klar. Wenn wir die Energiewende so gestalten, dass sie die Wirtschaft abwürgt, werden wir keinen Erfolg haben. Deshalb brauchen wir die Energiewirtschaft so angelegt, dass sie auch Raum zur Gestaltung für Investitionen und Innovation lässt. Und deshalb will ich Ihnen 6 Punkte sagen, die mir wichtig sind. Erstens, wir brauchen eine ganzheitliche Betrachtung des Energiemarktes im europäischen Kontext. Für die Industrie ist die Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt entscheidend. Deshalb sind Insellösungen, so wie Sie sie immer favorisieren, der falsche Weg. Das ist der einzige Unterschied zwischen Ihnen und mir. Weil Ihre Insellösungen nämlich auch erstens klimapolitisch einen Wert von null haben, aber gleichzeitig Arbeitsplätze gefährden. Das ist die Wahrheit. Und deshalb unterscheidet das uns beide. Zweitens, wenn wir industrielle Arbeitsplätze halten wollen, müssen wir auch den Strom sicher, sauber und bezahlbar halten. Und diese Austarierung ist eine Aufgabe gerade für Nordrhein-Westfalen, auch gerade für einen NRW-Umweltminister. Wir brauchen weiter zeitnah und umfassende Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren in den Energiemarkt. Viertens, wir brauchen einen Strommarkt nach dem Grundsatz, so viel Markt wie möglich und so viel Eingriffe wie nötig. Darum geht es und deshalb brauchen wir einen dezentralen Leistungsmarkt mit guten Ansätzen, wie wir jetzt ja genau diskutieren und in der Großen Koalition ja auf den Weg bringen wollen. Fünftens, und das unterscheidet uns eben auch, wir brauchen keine technologische Diskriminierung zugunsten bestimmter Energiearten. Die Technologieoffenheit ist wichtig, nur so erhalten wir eben auch die Versorgungssicherheit. Und sechstens, wir brauchen einen Netzausbau, Klammer auf, auch in Bayern, Klammer zu, nämlich in ganz Deutschland und in Europa, um gerade das aufrechtzuerhalten in einer einheitlichen Preiszone. Und die Verfügbarkeit gesicherter Leistung, wie bei insbesondere bei den regionalen Ungleichgewichten, ist nur durch einen konsequenten Netzausbau darzustellen. Und das ist unser Programm. Und das ist sozusagen das, was auch die Antwort sein muss. Ihr Beitrag war breitbeinig, aber nicht an der Sache orientiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kufen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und ich schließe damit die Aktuelle Stunde.